im Dschungel Kambodschas die Ruinen eines vor langer Zeit versunkenen Reiches. Über Jahrhunderte vergessen, vom Urwald überwuchert, eine der Tempelanlagen von Angkor Wat. Ein steingehauenes Zeugnis einer Hochkultur. Heute als Weltkulturerbe geschützt, einst eine der größten Metropolen der Welt, das Zentrum des mächtigen Imperiums der Khmer. Es war auf unserer Reise nach Angkor Wat, dass ich zuerst glaubte, Pa sei ein Gott. Ich war damals 4. Hand in Hand mit Pa betrat ich das Tempelgelände. Wie Berge erhoben sich die grauen Türme vor uns. Gigantische Gesichter blickten von jedem Turm in alle Richtungen unseres Landes. Ich starrte auf die Gesichter. Pa, die sehen aus wie du. Die Götter sehen aus wie du. Staring at the faces, I exclaimed, Pa, they look like you. The gods look like you. Pa lachte. Ich konnte mich nicht satt sehen an den riesigen Gesichtern, ihren mandelförmigen Augen, den vollen Lippen. Sie sahen genauso aus wie Pa. Erinnerungen an Augenblicke des Glücks, an eine Kindheit, die wenig später jäh zerbrach. Über die lächelnden Götter senkten sich die Schatten einer Guerillabewegung. Die roten Khmer überrannten das Land. Ihre Führungskader verkündeten den Aufbruch in eine bessere Zeit. Ein neues Reich der Khmer wollten sie errichten. Die perfekte kommunistische Gesellschaft. Eine Utopie, die mit dem Massenexodus aus den Städten begann und in einem Holocaust endete. Mehr als 2 Jahrzehnte sind vergangen. Aus dem Mädchen ist eine Frau geworden, aus der Kambodschanerin eine Amerikanerin. Geblieben ist die Erinnerung an das Grauen. Manchmal wünschst du dir, du wärst in Amerika geboren. Und du hättest keine Erinnerungen. Du müsstest nicht über den Tod deines Vaters weinen, 20 Jahre danach. Aber ob du darüber sprichst oder nicht, es ist immer da, in meinem Kopf, meiner Seele, meinem Herzen. Den 11. September, den Tag, an dem Terroranschläge Amerika erschütterten, erlebte sie schon einmal, sagt sie vor Studenten in Maryland. I had my September 11th when I was 5 years old. When I lost magic and faith and hope. Es war der Tag, an dem ich mein Vertrauen, meine Hoffnung verlor. Von dem an Furcht und Chaos mein Leben bestimmten. Die Menschen in Washington hatten Glück. Ihr 11. September dauerte nur einen Tag. In Kambodscha, als die Roten Khmer in Phnom Penh einmarschierten, wurden 7 Millionen Kambodschaner auf einen Marsch geschickt, der 3 Jahre, 8 Monate und 21 Tage dauerte. Mein Vater wurde von den Roten Khmer verschleppt. Am Tag danach sagte Mutter zu uns, wir müssten gehen. Ich war 7, meine Schwester 8,5, mein Bruder nicht ganz 11, die jüngste 4. Mutter sagte, es sei zu gefährlich, zusammenzubleiben. Sie sagte, du gehst nach Osten, du nach Norden, du nach Süden, du nach Westen. Wenn ihr in ein Waisenlager kommt, gebt jeder einen anderen Namen an. Und kommt nicht zurück. Take a different name, don't tell them your names, don't come back, don't tell each other your names. I didn't want to go. Ich wollte nicht fort. Ich versuchte, ihre Hand zu fassen, doch sie schob mich weg. Geh, sagte sie. Ich will dich hier nicht. Du machst zu viele Probleme. Ich glaubte, sie würde mich nicht mehr lieben. Ich dachte, sie wäre schwach.
Es hat Jahre gedauert, bis ich begriffen habe, dass sie in Wirklichkeit sehr stark war. Und dass ihre Stärke mir das Leben rettete. It's taken me many years to know that she was very strong. And that her strength and her sacrifice saved my life. Ich überlebte. 3 Jahre, 8 Monate und 21 Tage dauerte das Regime der Roten Khmer. 2 Millionen mussten sterben. Sie verhungerten, kamen in den Arbeitslagern um, wurden ermordet. 2 von 7 Millionen. 1/4 der Bevölkerung. 2 million out of a population of 7 million people. A quarter of the population. Ich kenne nicht eine kambodschanische Familie, die nicht zumindest einen Angehörigen in diesem Krieg verloren hat. Es war ein langer Marsch, auch für Lung Ung. Der Vater, die Mutter, die jüngste Schwester werden umgebracht. Lung, schon in Sicherheit in Amerika, versucht, sich das Leben zu nehmen. Dann beginnt sie, sich die Erinnerung von der Seele zu schreiben. Es schmerzt, es quält. Noch einmal kehren die Albträume zurück. Doch es hilft ihr zu überleben, weiter zu leben. Phnom Penh, die Hauptstadt Kambodschas. Die ersten 5 Jahre ihres Lebens verbringt sie hier eine unbeschwerte Zeit in der Geborgenheit der Familie. Eines von 7 Geschwistern. Da sind 3 ältere Brüder, Meng, Kui und Kim, die Schwestern Kief und Chu und die jüngste Giek. Die Mutter, eine sehr schöne Frau, wie Lung in ihr Tagebuch schreibt, und der über alles geliebte Vater. Am 17. April 1975 marschieren die Roten Khmer in Phnom Penh ein. Mit Jubel begrüßt. Ein langer Krieg ist endlich zu Ende. So glauben die meisten. Doch es dauert nur wenige Stunden, bis die Männer in den schwarzen Pyjamas und den rot-weiß karierten Halstüchern ihr wahres Gesicht zeigen. Sie fordern die Bevölkerung auf, Phnom Penh zu verlassen. Innerhalb von 48 Stunden wird die Millionenmetropole zur menschenleeren Geisterstadt. Für Lung und ihre Familie ist es der Beginn einer langen Odyssee. Die erste Station ein Arbeitslager, danach ein Lager für Waisenkinder und schließlich ein Ausbildungslager für Kindersoldaten. Hunger. Always there is hunger. Hunger. Immer nur Hunger. Wir haben alles gegessen, was essbar ist. Verfaulte Blätter vom Boden, Wurzeln, die wir ausgraben, Ratten, Schildkröten, Schlangen, die wir fangen. Einen weiteren Tag zu überleben, das ist zum wichtigsten geworden. Das Einzige, was ich noch nicht gegessen habe, ist Menschenfleisch. Dann, was sie alle insgeheim immer gefürchtet haben, 12 Monate lang, Nacht für Nacht. Soldaten führen Pa ab. Ich sehe, wie er kleiner und kleiner wird. Ich stehe da und winke. Ich hoffe, dass er sich noch einmal umdreht. Aber er tut es nicht. Nie mehr. Ich sehe ihm nach, bis er im Rot und Gold des Abendhimmels verschwindet. In meinem Traum höre ich das Rasen seines Herzens, sehe die Tränen unter der Augenbinde hervorquellen. Pa versucht nicht aufzuschreien, als der Hammer den Schädel des Mannes neben ihm zerschmettert. Die anderen weinen, flehen um Gnade, vergebens. Der Hammer lässt einen nach dem anderen verstummen. Pa betet zu den Göttern, bittet sie, uns beizustehen. Er konzentriert sich darauf, sich unsere Gesichter ins Gedächtnis zu rufen. Eins nach dem anderen. Unsere Gesichter sollen das Letzte sein, das er sieht, bevor er die Erde verlässt. He wants our faces to be the last thing he sees as he leaves the earth. My spirit arms wrap invisible. Ich umschlinge ihn mit unsichtbaren Armen. Dann nähert sich der Soldat.
Er kann mich nicht hören. Er kann meine Augen nicht sehen, die seine Seele verbrennen. Lass meinen Pa in Ruhe. Ich wage nicht, mich zu rühren, als der Soldat den Hammer hebt. Pa, flüstere ich. Ich muss dich jetzt loslassen. Ich kann nicht hier sein und weiterleben. In Tränen aufgelöst fliege ich davon. Lasse Pa allein zurück. Tear washes over my body as I fly away, leaving Pa there by himself. In Lungs Erinnerungen verwoben sind die Tagebücher ihres ältesten Bruders, Aufzeichnungen in Khmer, die von dem zweiten Bruder für Lung, die ihre Muttersprache sprechen, aber nicht lesen kann, ins Englische übersetzt wurden. Doch er hat nicht alles übersetzt. There are many blank pages. Es gibt viele leere Seiten in diesen Tagebüchern. Ich weiß nicht, ob es Erinnerungen sind, die mein Bruder für immer löschen möchte. Ich weiß nur, dass es schmerzvolle Erinnerungen sind, die ich nicht erfahren soll. Oder die er sich selbst nicht eingestehen will. Und du fragst ihn auch nicht? Nein, das werde ich nie tun. Wir sprechen nicht über meine parents' deaths. Wir sprechen nicht über den Tod meiner Eltern. Wir reden nicht darüber, wie hungrig meine kleine Schwester war. Nicht darüber, dass eine Schwester an Unterernährung starb. Nicht über die Tränen meiner Großmutter. Wir stellen keine Fragen, die wehtun. Wir reden nur über die schönen Erinnerungen. Aber du schreibst darüber. Writing is different. I can talk to you about it. Schreiben ist etwas anderes. Ich kann mit dir darüber sprechen. Ich kann in einem Hörsaal vor Studenten darüber reden, mit Politikern, aber nicht mit meiner Schwester. Wenn ich mit ihr darüber rede und in ihre Augen sehe, ich weiß, sie war mit mir da, ich würde nur ihre Erinnerung wieder wachrufen. Ich spreche mit dir darüber, aber du warst nicht da mit mir. Wenn ich mit meiner Schwester darüber spreche, dann bringe ich sie zurück. Aber damit kann ich es nicht leichter machen für sie. I make her cry, and I cannot make it better for her. Nach dem Vater werden die Mutter und die jüngste Schwester umgebracht. Lung kommt in ein Ausbildungslager der Roten Khmer. Dort, so schreibt sie, lernt sie zu töten. Ich beobachte, wie die anderen der Gruppenführerin aufmerksam zuhören. Mit dem Hammer schlagt ihr den Feinden den Schädel ein, erläutert sie. Mit dem Buschmesser schlitzt ihr sie auf. Ich starre sie ausdruckslos an, nehme ihre Worte auf, zeige keinerlei Gefühl, während mein Hass auf sie immer stärker wird. Dies sind die Waffen, mit denen Pol Pots Männer ihre Opfer umgebracht haben. Opfer wie Pa. These are the weapons Pol Pots men use on their victims. Victims like Pa. Lung kann fliehen, 1979, als die Vietnamesen die Roten Khmer stürzen. Ein Flüchtlingslager im Nachbarland Thailand ist die nächste Station. Lung Ung, das neunjährige Mädchen, erhält die Nummer 590023. Private amerikanische Hilfsorganisationen ermöglichen ihr die Ausreise in die USA. Aus ihren Aufzeichnungen wurde ein Buch, ein erfolgreiches, inzwischen in 6 Sprachen übersetzt. Lung ist heute Sprecherin der Antilandminenkampagne in Washington. Eine Organisation, die für ihr Engagement mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Auf politischer Bühne setzt sich Lung für die Eröffnung eines Tribunals ein. Fordert sie, den Völkermord der Roten Khmer nicht ungesühnt zu lassen. Noch einmal kehrt sie mit uns zurück. In das Land ihrer Eltern. Mit äußerst zwiespältigen Empfindungen. Auch wenn sie seit 20 Jahren in den USA lebt, Kambodscha ist ihre Heimat, ihre Geschichte, sagt sie. Und da ist die Furcht wieder da. Die Angst vor den Albträumen der Vergangenheit. Phnom Penh heute, eine lärmende Millionenmetropole. Das Haus, in dem die Eltern wohnten, ist längst abgerissen, vieles kaum wiederzuerkennen. Eines aber ist geblieben, bekennt Lung Ung. In Washington geht sie als erwachsene Frau an Bord. In Phnom Penh verlässt sie das Flugzeug wieder als kleines Mädchen.
Im Königspalast residiert noch immer oder wieder König Norodom Sihanouk, der Überlebenskünstler, der je nach Lage mit den Roten Khmer paktierte, dann wieder mit ihnen brach. Im Süden Phnom Penhs die Gedenkstätte Thuol Sleng. Eine Mittelschule einst, der Hof erfüllt vom Lärmen der Schüler bis zum April 75. Bis die Roten Khmer die Schüler vertrieben, die Lehrer töteten und aus der Mittelschule das Folterzentrum des Sicherheitsdienstes Sante Bal S21 wurde. Eine Stätte des Grauens. Mindestens 14.000 Männer, Frauen und Kinder wurden hier eingekerkert, verhört, gefoltert und schließlich abtransportiert zu den Killing Fields, dem Massengrab vor den Toren der Hauptstadt. An den Wänden endlos scheinende Reihen von Fotos, Bilder der Opfer, aufgenommen von ihren Mördern, sorgfältig nummeriert, datiert, registriert. Das sind die einzigen Fotos, vor denen ich stehen bleiben kann. Die Bilder der Ausländer, der Franzosen, der Amerikaner. Sie kenne ich nicht. Ich wage es nicht, die Fotos der Kambodschaner anzusehen. Ich habe Angst, ich könnte jemand wiedererkennen. Ich kann nicht die Bilder der Kambodschaner anzusehen. Because I fear I might recognize them. It's so heavy here and Es ist so erdrückend hier. Du fühlst, sie blicken dich an. Sie wollen, dass du sie anschaust. Sie wollen erkannt werden. Sie wollen eine Stimme haben. Sie wollen gehört werden. Aber ich kann es nicht. Ich habe Angst. Ich habe Angst, das Gesicht meines Vaters zu sehen. Auch wenn es nicht tatsächlich das Foto meines Vaters wäre, ich habe Angst, ich könnte seine Augen sehen. Das Gesicht meiner Mutter. Vierzehntausend Menschen wurden hier eingekerkert, gefoltert und getötet. Hat das Wort Vergebung für dich eine Bedeutung? Du kannst nicht vergeben. 14.000 wurden hierher gebracht. 7 überlebten. Die Bilder, die Dokumente, wie sie gefoltert, wie sie getötet wurden, wie kannst du da vergeben? Ich kann weder vergeben noch vergessen. How can you forgive that? I can neither forgive or forget. Pol Pots Henkersknechte, viele der Täter leben heute noch unbehelligt in Freiheit in Kambodscha. Macht dir das Angst, wenn du in Kambodscha bist? I don't fight against the henchmen. I fight against the memory that threatens to hurt me all the time. Ich kämpfe nicht gegen die Henkersknechte. Ich kämpfe gegen die Erinnerung, die mich immer wieder überfällt, zu erdrücken droht. Es gibt viele Probleme in diesem Land, die wirtschaftlichen und psychologischen Folgen des Krieges, das Trauma, unter dem viele leiden. Nein, ich kämpfe nicht gegen die Henkersknechte. And I don't choose to fight the henchmen who are living here. Was ist es, was du empfindest, wenn du zurückkehrst? Trauer? Das Gefühl, heimgekehrt zu sein? Oder Hass? Es sind zwiespältige Empfindungen. Da ist zum einen die Erinnerung daran, geliebt zu werden, mit meinem Vater und meiner Mutter zusammen zu sein. Andererseits, wenn ich Orte wie diesen besuche, dann empfinde ich nur Wut. Da ist die Frage, warum? Es ist so erdrückend. Es landet auf meinen Schultern, in meinem Kopf. Man kann kaum noch atmen.
And it's so heavy that it lands on my shoulders, in my head, and you can barely breathe. Und der Hass ist da. Ja, ich muss mich zwingen, dass der Hass mich nicht überwältigt, dass ich mich an das erinnere, das auch da ist. Die Liebe zu meinen Eltern, die Liebe zu meiner Heimat. Die Roten Khmer sind nur ein Teil Kambodschas. Es waren nur 4 Jahre. Aber wann immer ich Orte wie diesen sehe, das Böse sehe, dann droht es zum ganzen Kambodscha zu werden. Und das darf ich, will ich nicht zulassen. Der Führer der Roten Khmer, Pol Pot. Ein Bauernsohn, der in Paris Geschichte studierte, ehe er selbst Platz nahm in der Geschichte, neben Hitler und Stalin. Dutch, einer der Vollstrecker. Der oberste Aufseher des Folterzentrums, ein gebildeter Mann, treusorgender Familienvater, der mit Frau und Kindern im Tuol-Sleng-Quartier bezogen hatte. Ein sanfter Killer, wie Augenzeugen ihn beschreiben. Heute hängt sein Foto neben denen seiner Opfer. Wer durch dieses Tor ging, verschwand zumeist für immer. Oft reichte es, Lehrer zu sein oder auch nur eine Brille zu tragen, um als Intellektueller zu gelten, als Feind des neuen, demokratischen Kampuchea. Von 14.000 Häftlingen in Tuol Sleng überlebten 7. Einer von ihnen, Phan Nhat. Er kam davon, weil er Maler war. Und Maler brauchten die Propagandisten der Khmer Rouge. Phan Nhat malte in seiner Gefängniszelle um sein Leben. Porträts von Bruder Nummer 1, von Pol Pot. Wieder in Freiheit malte er weiter. Sich selbst in der Zelle und das Grauen, das er in Tuol Sleng erlebt hatte. Er war 22 Jahre alt, als er verhaftet und in die Zentrale des Geheimdienstes nach Phnom Penh gebracht wurde. Warum, weiß er bis heute nicht. Auch wenn es über 2 Jahrzehnte her ist, an seine Peiniger kann er sich sehr wohl erinnern. Vor einem fürchteten sich alle Gefangenen ganz besonders. Him Hui, er hatte eine führende Funktion unter den Aufsehern. Er war es, der von Dutch, dem Chef in Tuol Sleng, die Anweisungen bekam, Häftlinge zu verhören. Und Him Hui war es auch, der Gefangenentransporte nach Chung Ek organisierte, den Killing Fields von Phnom Penh. Die Schatten der Vergangenheit, sie sind bis heute nicht gewichen. Phan Nhat, ein einsamer, zutiefst misstrauischer Mann. Seine Nachbarn kennt er nicht, will er auch nicht kennen. Wer weiß, sagt er uns leise, ob sie nicht ehemalige Rote Khmer sind. Him Hui, der Aufseher, vor dem Phan Nhat zitterte, ist kein Unbekannter. In den Archiven des Dokumentationszentrums in Phnom Penh liegt eine umfangreiche Akte über ihn. Zeugenaussagen, Fotos, eindeutige Beweise. Das ist Him Hui. Das Foto wurde 1979 aufgenommen, als er von vietnamesischen und kambodschanischen Experten vernommen wurde. In diesem Protokoll gibt er zu, dass er Häftlinge von Tuol Sleng getötet hat. Über eine halbe Million Dokumente haben Yuk Chang, der Leiter des Dokumentationszentrums, und seine Mitarbeiter gesammelt, ausgewertet und archiviert. Beweismaterial, das dem Tribunal zur Verfügung stehen wird. Darunter brisante Akten, die die Führungskader der Roten Khmer eindeutig belasten.
Das Haus, die Räume, mehrfach abgesichert. Alle Unterlagen sind auf Mikrofilm gespeichert. Mehrere Kopien aus Sicherheitsgründen außerhalb Kambodschas deponiert. Wir müssen die Mauer des Schweigens endlich einreißen, fordert Yuk Chang. In der Hoffnung, dass das Tribunal dazu beitragen wird. Er selbst ist Betroffener. Er musste als Kind mit ansehen, wie seine Schwester getötet wurde. Es ist einfacher, die Angehörigen aufzuzählen, die überlebten, als die, die umgekommen sind. Es sind zu viele. Ich habe nur noch meine Mutter, zwei Schwestern, mehrere Vettern. Das ist es. Von der Familie meines Vaters sind alle weg. Weg. Niemand überlebte. Von meiner Mutters Seite sind zwei Brüder, zwei Schwestern weg. Nur meine Mutter überlebte. Three brother and one sister gone. Only my mother survived. Die Täter, von zwei Ausnahmen abgesehen, wohnen 20 Jahre danach noch immer unbehelligt Tür an Tür mit den Opfern. Auch Him Hui, der Aufseher, den der Maler Fanat bis heute fürchtet. Osman, ein Mitarbeiter des Dokumentationszentrums, will Him Hui aufsuchen. In An Long San, unmittelbar an der vietnamesischen Grenze, soll er leben. Und dann steht er vor uns, Him Hui. Wortlos hört er sich an, was Osman ihm vorträgt. Ohne Regung zu zeigen, akzeptiert er, dass wir mit der Kamera dabei sind. Ja, er sei auch bereit, mit uns vor der Kamera zu sprechen. Ein Mann, der sich sicher fühlt, der bis heute überzeugt ist, ohne Schuld zu sein. Osman legt ihm ein Dutzend Fotos vor von Angehörigen der Wachmannschaft des Folterzentrums, von Männern, die bisher nicht identifiziert werden konnten. Him Hui müsste sie kennen. Er soll ihre Namen nennen. Stimmt es, dass er Gefangene getötet hat, frage ich ihn. Ja, aber es waren nur fünf. Der Chef der Gefängnisaufseher gab mir den Befehl dazu. Wenn ich es nicht getan hätte, wäre ich getötet worden. Ein Roboter, der ausführt, was man ihm sagt. So hatte uns der Chef des Dokumentationszentrums Him Hui geschildert. Ihm hatte Hui präzise berichtet, wie die Gefangenen getötet worden waren. Mit Brechstangen, Hämmern und Äxten, um Munition zu sparen. What would his answer be if his children ask him someday whether their father is a torturer and a murderer? Was wird er seinen Kindern sagen, wenn die ihn eines Tages fragen, ob er ein Folterer und Mörder ist? Diese Frage haben Sie mir nicht gestellt. Sie haben davon gehört, Sie waren dabei, als andere mich danach fragten. Was hätte ich denn anderes tun können? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Familie. Was wäre denn mit meiner Frau und meinen Kindern geschehen? Hätte ich sie in Sicherheit gewusst, dann wäre ich aus Tuols Lang geflohen. In einem Verhör der Polizei 1979 hatte er sich noch dazu bekannt, nicht fünf, sondern 2000 Gefangene umgebracht zu haben. Der Tatort, Chung Ek. Die Killing Fields in der Nähe Phnom Penhs. Manchmal täglich, manchmal einmal pro Woche brachte Him Hui Gefangenentransporte von Tuols Lang hierher. Ein Massengrab für 14.000, wahrscheinlich 20.000 Männer, Frauen, Kinder. Kambodschaner von Kambodschanern erschlagen.
Im Norden, an der Grenze zu Thailand, die Danrek-Berge. Letzte Bastion der Roten Khmer. Hierher hatte sich Pol Pot mit 15.000 Mann zurückgezogen. 1999 rückten kambodschanische Regierungstruppen ein. Das Denkmal der Roten Khmer, von Regierungssoldaten enthauptet. Im Dschungel verborgen, inmitten verminten Geländes, das Grab Pol Pots. Ein Schild mit seinem Namen, der Autoreifen, auf dem er verbrannt wurde. Das Tribunal, es kommt zu spät, um Bruder Nummer 1 anzuklagen, den Hauptschuldigen an dem Holocaust in Kambodscha. Einer der Überlebte, Khieu Samphan. Pol Pots engster Gefolgsmann, Staatspräsident des Terrorregimes, geistiger Vater der Arbeitslager Kambodschas. Als er 1991 aus dem Exil nach Phnom Penh zurückkehren wollte, wurde er von einer aufgebrachten Menge fast gelyncht. Nur mit einem großen Aufgebot von Sicherheitskräften gelang es, ihn ins Nachbarland Thailand abzuschieben. Vor 3 Jahren kam er zurück. Diesmal nach Pailin in der Nähe der thailändischen Grenze. Rückzugsgebiet für die meisten der höheren Schergen der Roten Khmer. Über einen Mittelsmann lässt er ausrichten, er sei nicht bereit, mit uns zu sprechen. Wir versuchen es trotzdem. Mit Erfolg. Allerdings keine Aufnahmen und kein Wort über Politik, sagt er. Seitdem sein Name auf der Liste der 5 führenden Roten Khmer steht, die vor das Tribunal geladen werden sollen, ist Khieu Samphan beunruhigt. In einem öffentlichen Brief beteuerte er seine Unschuld. Er habe von den Gräueltaten der Roten Khmer nichts, gar nichts gewusst. Lediglich ein Fall von Misshandlung sei ihm bekannt geworden und auf den habe er empört reagiert. Aber selbst zu diesem Brief will er sich während des Gesprächs, das wir heimlich mitdrehen, nicht äußern. Die Fotos, die wir ihm vorlegen, aufgenommen vor 20 Jahren, als unser Kameramann Khieu Samphan zum ersten Mal begegnete, im Dschungellager der Roten Khmer. Schon damals behauptete der Staatspräsident Pol Potts, nichts gewusst zu haben. Bei der Verteidigung unseres Landes sind hier und da Fehler gemacht worden. Aber von Massakern zu sprechen, nein. Neben ihm damals Yeng Sari, Außenminister und Schwager Pol Potts, der, wie Dokumente belegen, persönlich Verhaftung und Exekution zahlreicher Kambodschaner veranlasste. Auch er lebt heute unbehelligt in Freiheit. Tödliches Erbe der Roten Khmer und des Krieges, Minen aus China, Russland, Amerika und der eigenen Produktion. Überall im Lande sind sie verstreut. 4 bis 6 Millionen, so schätzen Experten. Halo Trust, eine britische Organisation, eine von vielen, die versuchen, das Land von den Minen zu säubern. Hier oben in Anlong Veng, der einstigen Hochburg der Roten Khmer, sind sie die ersten und bisher einzigen, die sich in das Terrain wagen. Morgendlicher Appell, bevor die Männer für 150 Dollar im Monat ihre Arbeit aufnehmen. Wie viele von ihnen Rote Khmer waren, hatten wir gefragt. Der Chef der Minenräumer fordert sie auf, herauszutreten. Es ist ein Fünftel der Männer. Ihre Arbeit ist mühsam und lebensgefährlich. Millimeter für Millimeter, Zentimeter für Zentimeter arbeitet er sich durch das von Gestrüpp und Gras überwucherte Gelände in unmittelbarer Nähe einer Schule. Höchstens 25 Quadratmeter wird er an diesem Tag schaffen. 90 Quadratkilometer des Landes wurden seit 1993 geräumt. Weitere 3000 sind noch vermint. Eine Aufgabe für Generationen. Anjem. Kim Jong-so, Anjem,
Yam Nam kennt sich mit Minen aus. Er war 16, als die Roten Khmer ihn rekrutierten. Er war dabei, so sagt er, als in Anlam Weng Pol Pots letztes Aufgebot 1999 versuchte, die vorrückenden kambodschanischen Regierungstruppen zurückzuschlagen. Damals gehörte er zu einem Dutzend Spezialisten, die Minen produzierten und legten. Bis zu 500 seiner Minen legte er pro Tag in der letzten Phase der Abwehrschlacht. Und warum hat er dann die Seiten gewechselt und arbeitet jetzt mit Halo Trust? Weil ich ein armer Mann bin, die simple Antwort. Und, so fügt der Übersetzer hinzu, weil er auch weiß, wo hier in Anlon Weng Minen liegen. Prothesen für die Minenopfer. Die Auftragsliste der Produktionsstätte in Phnom Penh ist lang. Den Opfern zu helfen, für Lung Ung, Sprecherin der Anti-Landminen-Kampagne, ist es zu einem persönlichen Anliegen geworden. Wenn der Tod meiner Schwester irgendeinen Sinn machen soll, sagt sie, dann ist es meine Pflicht, auf die blinden und verstümmelten Minenopfer in meinem Land aufmerksam zu machen. Betroffen sind alle, Erwachsene und Kinder. Rote Khmer, Bauern, denen im Reisfeld die Gliedmassen zerfetzt wurden, und Soldaten der Regierungsarmee. Über 40.000 Kambodschaner sind von Minen verstümmelt. Sie sind angewiesen auf Hilfe und Unterstützung internationaler Organisationen. Es hat geschmerzt, als ich das hier zum ersten Mal gesehen habe. So viele Jahre nach dem Ende des Kriegs geht dieser Krieg weiter, zerstören Landminenleben. Es fällt mir schwer zu begreifen, dass Menschen, die so hart darum kämpfen mussten, den Krieg zu überleben, jetzt darum kämpfen müssen, den Frieden zu überleben. Das macht doch keinen Sinn. Doch es sind nicht nur die Minen. Der Holocaust, die 4 Jahre Terrorregime der Roten Khmer, haben andere, unsichtbare Wunden hinterlassen. Bis heute, eine Generation danach. Viele Kambodschaner werden noch immer von den Albträumen der Erinnerung verfolgt, gequält, können das Erlebte nicht vergessen. Wahrscheinlich sogar 60% der Bevölkerung Kambodschas sind traumatisiert, diagnostiziert Professor K. Sunborn Nat, Chef der psychiatrischen Klinik in Phnom Penh. Tagtäglich sind seine Sprechstunden überfüllt. He lost all his family, and now he become very, very depressed. Er hat seine ganze Familie verloren. Jetzt leidet er unter Depressionen. Hinzu kommen Probleme mit dem Herzen. Ein äußerst komplizierter Fall. Es ist nicht einfach, ihn zu behandeln. In unserer Klinik stehen uns nur sehr begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung. Die Klinik in Phnom Penh ist die einzige in Kambodscha. Doch selbst hier können die Patienten nur ambulant, aber nicht stationär behandelt werden. Was bleibt, ist die Verschreibung und Ausgabe von Medikamenten. Psychopharmaka gegen die Erinnerung. Wie können Sie vergessen, was geschehen ist, wenn Ihre Schwester vor Ihren Augen getötet wurde, Ihr Vater, Ihre Kinder? What happened to you? How can you forget that your sister were killed in front of you? How can you forget that your father, your children
Es ist wie ein Schatten. Er ist immer da. Sie können ihren Schatten nicht begraben. Deshalb, so fordert Jiuk Chang, müssen die Täter, die führenden Kader der Roten Khmer, so schnell wie möglich vor ein Tribunal gestellt werden. Wir dürfen die Vergangenheit nicht begraben, wie es Mitglieder der kambodschanischen Regierung am liebsten möchten. Die Opfer und ihre Kinder wollen das Tribunal. Das Interesse daran sitzt tief in ihrem Herzen. Die Vergangenheit zu vergessen, das wäre genau das, was schon einmal von uns verlangt wurde, von den Roten Khmer. Und was hält Him Hui, der Täter, von einem Tribunal? Als der Dolmetscher die Frage übersetzt, geht zum ersten Mal während des Interviews ein breites Grinsen über sein Gesicht. Die Regierung wird wissen, was sie tut. Darum mache ich mir keine Gedanken. Und das Opfer, der Maler Phan Nhat, möchte er Him Hui vor Gericht sehen? Ihn immer noch in Freiheit zu sehen, ist ungerecht. Ich habe nicht das Verlangen nach Vergeltung, aber nach Gerechtigkeit. Dass Him Hui ein freier Mann ist, das ist keine Gerechtigkeit. Hast du Angst, dass es noch einflussreiche Rote Khmer in Kambodscha gibt? Ja. Ist das der Grund, warum du nicht vor einem Tribunal in Kambodscha als Zeugin aussagen willst? Ja. Heißt das, du willst auch nicht mehr nach Kambodscha zurückkehren, dort leben? Ich würde gern zurückkehren, wenn es sicherer für mich wäre. Doch. Yes. As I drift off to sleep, I think of Pa. Beim Einschlafen denke ich an Pa. Ich mache mir Sorgen, ob sein Geist mir auch über den Ozean nach Amerika folgen kann. Dann sitzt Pa im Traum neben mir. Seine Finger streicheln meine Wangen. Pa, du fehlst mir, flüstere ich. Pa lächelt mich an. Pa, morgen gehe ich nach Amerika. Amerika ist sehr weit weg von Kambodscha, sehr weit weg von dir. Ich fürchte mich so vor seiner Antwort, dass ich Pa noch nicht einmal im Traum meine Angst eingestehen kann. Doch dann sagt er, mach dir keine Sorgen, ich finde dich, wo immer du auch bist. Don't worry, wherever you go, I will find you. Thank you.